So, zurück zu Uncharted, Thief's End. Thief's End. Wir machen einfach mal weiter mit fortfahren. Wir haben jetzt mal so ein Rätsel gelöst. Ein ziemlich gutes Rätsel. Und jetzt wollen wir gleich mal schauen, was uns denn noch für tolle Tests erwarten werden. So, jetzt lädt das erstmal, weil ich gerade vom Menü gestartet habe. Das dauert jetzt einen Moment. Dürfte aber nicht allzu lange dauern. Wenn das also ein So. Test war, was wurde dann genau getestet? Ein Eimer füllen? Man musste vom heiligen Dismas wissen, über den Avery und seine Mannschaft bestimmt alles wussten. Vielleicht ist das nicht der einzige. Davon ist auszugehen, dass das nicht der einzige Test war. Da kommen bestimmt noch weitere. Da kommen bestimmt noch weitere Tests. Okay. Wir müssen bestimmt hoch zur kaputten Brücke. Hey, komm, ich helfe dir hoch. Ich komme. Interessantes Bauwerk, diese Höhle hier. Okay, ich habe hier oben was für dich. Versuche mit der an die Haltegriffe in der Mauer da zu kommen. Gute Idee. Und die sprengen immer noch. Nämlich gerade da drüben Griffe gesehen, genau da. Dürfen wir jetzt auch rankommen. Okay, schon ein bisschen ja, schon ein bisschen vorgelaufen. Und wir klettern unserem Brüderchen einfach mal hinterher. War bestimmt leichter, als die Brücken und Stege noch nicht kaputt waren. Wir sind wohl ein paar Jahrhunderte zu spät dran. Mal sehen, was hier drin ist. Schau mal, das Mauerwerk hält auch. Ja, ich passe auf meinen Au. Hier lang. Ich sehe hier ein Licht. Oh, Katakomben. Oh, das ist logisch. Unter einer Kathedrale. Okay. Dort geht's auch schon weiter. Was Erwähnenswertes von den Schlafsälen? Nichts, abgesehen von ein paar Grabsteinen mit klugen Sprüchen. Und die Grabungen am Kapitelsaal? Abgeschlossen, Ma'am. Im Nordwesten haben wir auch alles aufgegraben. Was ist mit dem südlichen Gebiet? Noch nicht. Es dauert einen Tag, den Kran dahin zu schaffen. Nadine? Dann tun Sie das. Und fangen Sie schon mal ohne Kran an. Ich werde sofort ein paar Männer hinschicken. Gut. Rafe, hattest du Glück mit den Manuskripten? Können wir kurz reden? Machen Sie Meldung. Ja, Ma'am. Hast du gehört? Da ist ein kompletter Anbau unter der Kathedrale. Hab ich. Hast du ihn gesehen? Nein. Wieso? Weil nicht mehr viel übrig war, nachdem sie ihn entdeckt hatten.
Meine Männer waren etwas unbekümmert. Sie sind wie 100 bewaffnete Elefanten im Porzellanladen. Aber sie haben in 2 Tagen größere Fortschritte gemacht als wir in Monaten. Fortschritte. Schutt bringt mir nichts. Okay. Okay. Danke. Ich sag Ihnen, Sie sollen dich warnen, bevor Sie den Vorschlaghammer rausholen. Oder Sie halten sich zurück, bis ich die Hinweise untersucht habe, die Sie noch nicht in die Luft gejagt haben. Nein, wir können nicht noch länger untätig rumsitzen. Bei allem Respekt. Ich glaube, ich kenne mich in diesen Dingen etwas besser aus als du. Wir haben deine Art versucht. Blödsinn. Du wolltest hier alles von Anfang an platt machen. Nein! Ich wollte das Kreuz stehlen, lange bevor es in die Auktion gelangt ist. Dieselbe Auktion, zu der ich meine Männer nicht mitnehmen durfte, für den Fall der Die Auktion Fälle. War die sauberste Art, Aber das Kreuz zu bekommen. Aber statt auf mein Bauchgefühl habe ich auf dich gehört. Und jetzt haben wir Konkurrenz. Na, ich hatte doch nicht mit ihm gerechnet. Oder vielleicht wolltest du ihn hervorlocken. Wieso zum Teufel sollte ich das tun? Weil du glaubst, dass du ihn brauchst. Vielleicht stimmt das. Der Punkt ist, ich bin die saubere Tour leid. Ist der Schatz hier, finden wir ihn. Und wenn nicht, tja. Vielleicht soll es einfach nicht sein. Hey. Nimm's nicht persönlich. Na klar. Ich sag dir Bescheid, falls wir was finden. Halten wir uns lieber ran, bevor die den Schatz in Stücke sprengen. Oder anfangen rumzuknutschen. Hey, warte. Glaubst du, sie hat recht? Womit? Dass Rafe dich hervorlocken wollte. Solange er nicht die Oberhand gewinnt, wen juckt? Ist doch unwichtig. Na, das war ein ganz tolles Partybein. Welchem Anbau die wohl gesprochen haben? Es muss eine Seitenkammer sein, denn außer uns ist hier niemand. Wir werden es noch rausfinden, denke ich mal. Weil die Spur scheint ja richtig zu sein. Und wie heißt es doch so schön, wer sucht, der findet. Okay, wie kommt man da jetzt rauf? Ja, etwas zu hoch zum Springen, wenn man kein Trampolin hat. Das steht noch in meinem Garten. Ach, Mist. Halt, du besitzt ein Trampolin? Schön wär's. Ah, verstehe. Verstehe, was zu tun ist. Ja, wirklich grandios daneben. Alter, was mache ich denn da schon wieder für einen Blödsinn? So, nach unten wollen wir nämlich und dorthin. So, wir sind wieder auf Kurs. Warte. Eine Kiste unterwegs. Danke, guter Mann.
Jetzt kommen wir nämlich darauf. Ist hier noch was? Wir nähern uns definitiv der Kathedrale. Oder dem, was übrig ist. Okay, jetzt da oben. Geht's wahrscheinlich weiter. Viel raffinierter, als ich erwartet hatte. Aber echt. Dafür haben die Jahre gebraucht. Brücke kaputt. Suchen wir einen anderen Weg. Da oben scheint es lang zu gehen. Was ist der Plan? Ich arbeite noch dran. Unterschieben wird nichts bringen. Da war noch was versteckt. Das habe ich gerade noch gesehen. Ja, geh jetzt bitte raus. Dann, danke. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie es gehen könnte. Wir hängen unsere Seile daran. Das geht. Ja, und das Gelände bzw. der Rand hält das Ganze fest. So wird das Ganze funktionieren. Ich denke mal, es ist so auch gedacht, dass man das so macht. Jetzt hängt das Seil nämlich da dran. Ja, so schon mal etwa nicht. Kann man das nochmal machen? Wird schon schief gehen. Zum Glück bist du nicht schwerer als die Kiste. Okay, wir hängen unsere Seile daran. Los geht's. Okay, dann nehme ich mal ein bisschen Stand. Dann hoffe ich gleich mal, dass ich das Ding quasi gleich mit runterziehe ein Stück. Diesmal hänge ich mich von der Seite fest. Das reicht noch nicht ganz. Brücken sind eh nur Übergangslösung. Ich weiß nicht. Brücken sind ja nichts Schlechtes. So, gut, er hat das gleiche gemacht. Problem gelöst und weiter geht's. Hier geht es nicht durch. Und wie kommen wir weiter? Wird schon Weg geben. Hier. Wenn hier nicht alles auseinanderfallen würde, säßen wir wohl wieder fest. Helfen, zieh dich um. Heil
heilige Scheiße. Es war wohl noch ein Test, aber alles ist ins Meer gestürzt. Tja, Test heißt jetzt wohl... April 1701. Sei gesagt, dass ich, Thomas Howard, Captain der Bautlers, ein leichtgläubiger Narr bin. Es begann alles mit einem Kreuz, eine kryptische Nachricht meines alten Landsmanns mit wahren Versprechungen des Paradieses. Ich war skeptisch, aber der Gedanke daran, den Rest meines Lebens zu Hause verbringen, mich zu fragen, was hätte sein können, war einfach zu viel. Und einen Brief von König der Piraten ignoriert man nicht. Ich habe es überlebt, an der Küste Madagaskars, ausgesetzt zu sehen. Ich habe den Angriff des Ostindienfahrers Pembroke überlebt. Aber das hier werde ich nicht überleben. Mein Bein ist gebrochen und meine Crew ist zu feige, einen Fuß in diese gottverdammte Höhle zu setzen. Hört meinen Hilferuf nicht. Werde gedacht, dass meine Taten mich hier bringen würden, um einen unehrhaften Tod von Herrn Hauses zu sterben. Fern von Saus zu sterben. Möge Gott persönlich die verflorene Henry Avery und möge mein Geist für den Rest deines Lebens heimsuchen. Okay, der schien wohl nicht besonders begeistert zu sein. Von Avery. Hat aber viel durchgemacht, der gute Kollege. Dieses super sicher aussehende Holzbügelding könnte helfen. Versuchen wir es. Ich könnte mir vorstellen, dass unten die Schiffe reingefahren sind. Da unten ist diese Höhlenöffnung. Von der Größe her passt es ja. Na, wird doch bestimmt gleich irgendwas passieren. Ja, dann hilf mir mal. Komm zurück, ich drücke ihn runter. Schafft. Okay. Gut. Und ich? Stimmt, ich sehe mich um. Cool. Cool. Ich warte einfach. Ja, bleibt ja nicht viel übrig. Ist das wohl mal wahr hier? So, damit der gute Sam auch rüberkommt, machen wir das mal eben. Test erledigt. Im Moment wäre mir ja eine Todesfalle lieber. Im Moment hoffe ich, dass wir es mal geschafft haben. Na los. Wer weiß, vielleicht haben wir es ja geschafft. Wir werden es gleich sehen. Okay, die Statuen sind jetzt aber übertrieben. Aber echt, wer dekoriert die Stelle für einen Schatz? Oder baut ausgefeilte Tests? Also irgendwas übersehen wir. Oder Avery war sehr, sehr langweilig. Ja, so eine Tür. Daran gewöhne ich mich nie.
wieder ein Kreuz. Zumindest sind diesmal Edelsteine drin, was? Oh, nicht anfassen. Was? Wieso? Sieh genau hin. Das ist das einzig Wertvolle in dieser Höhle. Stimmt. Das ist wieder ein Test. Habgier. Ja. Oder ihr Gegenteil. Okay, also... Es müssen die Münzen sein. Sind wir uns da sicher? Naja, ziemlich. Ziemlich muss reichen. Okay, aber nur eine. Habgier, schon klar. Bitte sei keine Falle. Kennst du die Farm? Das ist Madagaskar. Da. Der Stern hier. Das ist Kings Bay. Ja, genau. Dieser Drecksack. Er will uns verarschen. Was redest du da? Avery. Er will uns verarschen. Das hier sollte der Ort sein. Also wo ist der verdammte Schatz? Hm? Ich meine Kings Bay, toll. Und was dann? Der Nordpol? Das Weltall? Nathan. Wer würdig ist, den erwartet das Paradies. Er suchte Leute. Wer suchte? Avery suchte Leute. Er suchte Leute wofür? Ah, scheiße. Sie, meine Herren, machen sehr viel Lärm. Waffen hinlegen. Langsam. Ich schulde Ihnen noch was von neulich. Aus dem Fenster werfen hat nicht gereicht? Rafe. Rafe, bitte komm. Ich bin auf dem Friedhof. Nadine, Sie waren hier. Ja, Sie stehen gerade vor mir. Was? Wo bist du? Komm zurück zur Kathedrale. Folg einfach den Löchern. Schon unterwegs. Und um Himmels Willen erschieß sie noch nicht. Dann beeil dich mal lieber. Kings Bay. Ja, aber, wo in Kings Bay? Sie brauchen das Kreuz da, um das herauszufinden, aber... Es gibt nur zwei Menschen, die wissen, wie man es benutzt. Lassen Sie mich raten. Sie zwei. Tja, wenn Sie es Rafe überlassen, werden Sie lange warten müssen. Sorry, Jungs. Ich bin nicht zum Verhandeln hier. Bringt mir das Kruzifix. Es ist kein Kruzifix. Was? Naja, ein Kruzifix stellt das Kreuz dar, an dem... Wissen Sie was? Völlig egal. Nicht anfassen! Jetzt haben wir ein ziemliches Problem. Wo steckst du? Ach. Verdammt, wo steckt er? Ach, da. Okay. Zack.
Okay, Problem gelöst. Okay, dann ich zieh Ecke. Gut, Leute, aber ich würde sagen, weitermachen wir das nächste Mal bei Uncharted 4 Thief's End. Bis dann!